Die Höck Aurora hat im Hansahafen festgemacht. Eine Schönheit ist der knapp 200 Meter lange und 37 Meter breite Transporter nicht gerade. Er sieht einfach aus wie ein riesiger grau-weißer Klotz. Ums Aussehen geht es bei der Höck Aurora aber auch nicht. Sie ist eher auf Effizienz ausgelegt. Auf 14 Decks kann sie 9.100 Autos transportieren. Und langfristig geht es auch um Nachhaltigkeit. Denn der Autotransporter gehört zu den ersten seiner Art, der auch mit Ammoniak angetrieben werden könnte. Aber er könnte so angetrieben werden. Wann das Schiff ausschließlich mit Ammoniak fährt, ist unklar. Zurzeit wird es noch mit Flüssiggas betrieben. Auf dem Oberdeck sind außerdem 1.500 Quadratmeter Solarmodule installiert, die ein Drittel des Stromverbrauchs decken.